heute? Es gibt heute heiße Tipps von Willi Schussel, unserem Dussel. Und dem Doktor Besserwiss. Ja, guten Abend, liebe Zuschauer. Sie erinnern sich an Willi Schussels schutzisolierten Föhn mit dem defekten Kabel. Ja! Mann, das reicht ja die Schnauze voll. Das ging haarscharf vorbei. Elektrogeräte sind heute sehr sicher gebaut. Zum Beispiel moderne Küchengeräte. Die Gefahr lauert meistens in defekten Kabeln. Aber deswegen doch nicht gleich ein neues Kabel kaufen. Wozu gibt's Isolierband? So, und jetzt gibt's gleich Schaumcreme mit Zucker und Zimt. Ich würde eher sagen, gleich liegt Willi im Zimmer und zuckt. Haben Sie die Milch auf der Arbeitsplatte gesehen? Sie dringt in die geflickte Kabelstelle ein. Und Feuchtigkeit leitet Strom. Das heißt, die ganze Spüle steht jetzt unter Spannung. Und wenn man damit in Berührung kommt... Tja, mal wieder am falschen Fleck gespart. Gerade in der Küche. Defekte Kabel nicht reparieren, sondern erneuern. Erneuern, ein grässliches Wort. Erstmal in der Rumpelkiste nachschauen, was ich noch an alten... Sachen findet. Ah, ein Dreifachstecker. Prima. Dufte. Hände weg von diesen Dingern. Die gibt's schon lange nicht mehr. Sie passen zwar in Schokodosen, führen aber den Schutzleiter nicht weiter. Schade. Na gut. Ah, hier. Ein Schalter von meinem alten Nachttischlämpchen. Kann ich gut für meine Fotolampe benutzen. Klitz, klitz. Oh Gott, oh Gott. Ein Nachttischlämpchen hat 25 Watt, eine Fotolampe 500. So, fertig, Probe. Ja. Oh. Ickitigit. War aber zu schwach. Genau. Immer darauf achten, wie viel Ampere ein Schalter aushält. Das gilt auch für Stecker. War ganz neu. Sonderangebot. Eben deshalb. Stecker ist nicht Stecker. Vor dem Kauf die Daten überprüfen und auf das VDE-Zeichen achten. Wie bei meiner Waschmaschine. Habe auch gleich das ganze Kabel erneuert. Sicher, sicher. Und jetzt Anschluss. Was ist das? Rot, weiß, schwarz, blau, braun, gelb, grün? Ne? Wird schon irgendwie zusammenpassen. Eben nicht irgendwie. Ah, fertig, Trockentest. Ja! Im Schleudergang ins Jenseits kann es heißen, wenn man den Schutzleiter mit der Phase vertauscht. Bei Geräten, die nicht nach der VDE-Farbnorm Gelb-Grün-Schutzleiter-Blau-und-Schwarz-Phase gekennzeichnet sind, Finger weg. Ich sage Finger weg von Kraftstrom, Elektroherden, Durchlauferhitzern, Fernsehgeräten. Aber Lampen darf ich doch wohl noch reparieren. Natürlich, wenn man für die nötige Sicherheit sorgt. Wieso denn nicht? Ist doch ausgeschaltet. Ob das immer reicht? Willilein, wo bist du? Hier, mein Zuckermäuschen. Oh, warum ist denn hier so dunkel? Nein, nicht! Ja! Sowas kommt immer wieder vor. Daher gehört bei Elektroarbeiten ein Schild auf den Sicherungskasten geklebt. Ja. Strom scheint nicht meine Stärke zu sein. Aber mit meinem Auto weiß ich Bescheid. Ihr werdet sehen.